Thema Kreuzworträtsel. New York Times ist vermutlich das berühmteste Kreuzworträtsel der Welt. Und warum kriegt man beim Spiegel eine Ad vorgeschaltet, wenn man das Kreuzworträtsel machen will? Das sind die Fragen, die Alex hier beim Q&A stellt. Und ehrlich gesagt habe ich keine Antworten darauf. Ja. So ist es. Herzlich willkommen zum One Football Q&A. Eure Fragen, unsere Antworten. Die Fragen könnt ihr wie immer wo stellen? Genau, im One Football Community Tab. Ich kam mir gerade vor wie ein abgehalteter Schlagersänger, der will, dass sein Refrain mitgesungen wäre und dann ist niemand da. Naja, heute ist es auch das sogenannte Phantom Tronic Q&A, denn ihr Leute, werft das nicht mir oder Phantom vor, habt 4 Fragen von Phantom Tronic so hoch gevotet, dass sie hier reingekommen sind. Das ist Q&A All-Time-Rekord für den guten Mann. Also, und wir legen los mit der Frage von Phantom Tronic. Prozentuelle Wahrscheinlichkeit von folgenden Ereignissen. Kramaric wird Torschützenkönig. Unter 50%. Die Offensiven von Bayern und Dortmund sind einfach insgesamt so feuerkräftig, dass so eine One-Man-Show wie in Hoffenheim, mehr oder weniger One-Man-Show, es einfach so viel schwieriger hat, dass ich sagen muss, die Chancen, dass einer von den beiden das macht, sind zu hoch. Schalke steigt ab. Puh. Schon 40%? Ja? Das klingt jetzt erstmal natürlich nicht so viel, aber ich meine, wenn du Schalke 04 vor der Saison gesagt hast, hier 40% steigt ihr ab, hätte das keiner unterschrieben. Aber ich sehe sie bei 40%. Ich halte schon für nicht unwahrscheinlich. Die Bayern verteidigen das Triple. Eieieiei. Noch nie passiert, oder? Nee, noch nie passiert. Die Chancen sind wahrscheinlich so hoch wie noch nie. Das muss man ja trotzdem auch mal sagen. Ich würde trotzdem sagen, weil es einfach noch nie passiert ist, muss das eine geringe Wahrscheinlichkeit sein. Ich gebe 30%. Und trotzdem sage ich, das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, die es jemals gab. Das wäre meine Antwort. Der HSV steigt auf. 70%. Die machen das irgendwie, die Hamburger, dieses Jahr. Als Zweiter, vielleicht sogar als Erster. Kein Problem. Frankfurt erreicht am Ende der Saison Platz 5 oder besser. Naja gut, Stand jetzt werden wir höchstwahrscheinlich Meister. Wenn das am Ende nicht passiert, Platz 5 oder besser. Ach, tue ich mich schon immer noch sehr, sehr schwer mit dem Gedanken. Ich sage unter 20%. Ich glaube, dass wir noch überraschend, für mich, überraschend gute Saison spielen können. Aber Top 5 glaube ich nicht. Havertz und Werner schaffen gemeinsam wettbewerbsgreifend 50 Torbeteiligungen. 10%. Was haben die bis jetzt? Eine? Also in der Premier League haben sie, glaube ich, eine Assist von Havertz. Und dann haben wir noch im Coca-Cola Cup, hat, glaube ich, Havertz mal getroffen. Beim 6:0 gegen, keine Ahnung, gegen Drittligisten. Juve gewinnt die Champions League. Ach komm, sowas passiert nicht. Das wissen wir alle. Weder Liverpool noch Man City werden Meister. Unter 20%. Eigentlich ist die Saison dafür auch wieder gemacht, aber ich glaube irgendwie nicht, dass einer an dem vorbeikommt. Einer von denen wird schon machen am Ende. City. City glaube ich dieses Jahr richtig gut. Zweite Frage kommt von Jan. Welchen englischen Club würdest du gerne mal in der Bundesliga sehen? Uff. Alex, hast du einen Club, den du gerne in der Bundesliga sehen willst aus England? Keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich wirklich mit Liverpool gehen. Ich glaube, dass Liverpool von der Kultur, Fankultur, Vereinskultur noch am nächsten dran ist an Deutschland. Aber ich will eigentlich, ich brauche nicht noch einen Investorenverein in der Liga. Gibt es irgendjemanden in der Premier League ohne Investor? Nee, ne? Nö, wüsste nicht wer. Ich würde dann Liverpool nehmen, einfach auch, weil ich Bock hätte auf die Duelle von Klopp und Liverpool gegen den FC Bayern. Aber wenn ihr mir jetzt sagt, das geht nicht und bin mir relativ sicher, dass das der Fall ist, habe ich keine starken körperlichen Schmerzen, die ich da irgendwie unterdrücken müsste. Ist in Ordnung für mich. Alex denkt immer noch nach. Wolves. Wolves? Ja, Wolves. Ja, nehmen wir Wolves. Die habe ich mal bei Fußballmanager 2004 gespielt. Da hatte ich nur die Demo. Und da konnte man nur ein halbes Jahr spielen. Und ich war Tabellenführer nach einem halben Jahr. Und ich wusste aber nicht, dass die Demo nur ein halbes Jahr geht. Und ich konnte den Spielstand nicht in die Vollversion rüberbringen. Das heißt, mein geiler Wolves-Spielstand 2004 war weg. Helder Postiga hatte ich, glaube ich, im Sturm. Okay, da ist er wieder, Phantom Tronic. Du bist der Manager von Real Madrid. Holst du nächsten Sommer Kylian Mbappé für eine Mondablöse oder lieber Haaland, der ja angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen haben soll? Ja, also die Ausstiegsklausel von Haaland, das ist ja auch so ein Thema, was da dran ist, wie sehr das stimmt, ob die nicht vielleicht höher ist, ob die vielleicht nicht erst im nächsten Sommer greift, da gibt es diverse Berichte. Wenn ich aber nächsten Sommer die Möglichkeit habe, für 200 Millionen, 250 Millionen Kylian Mbappé zu holen oder wirklich für 60 Millionen Haaland, hole ich natürlich 100% ohne Frage Haaland. Wir wissen auch, bei Real Madrid sitzt das Geld nicht so übertrieben locker in diesen Tagen. Und Kylian Mbappé will für Real spielen. Davon bin ich überzeugt. Der Mann will für Real spielen. Lass ihn doch einfach seinen Vertrag zu Ende bringen oder bis kurz vor Ende. Dann kommt er relativ günstig, am Ende sogar ablösefrei.
Ich glaube, dass Real Madrid sich bei Kylian Mbappé keinen Druck machen muss. Und bei Haaland gibt's, bei Kylian Mbappé, glaube ich, ist das Fenster noch nicht offen für den Transfer zu Real. Und bei Haaland könnte es eben nur sehr kurz aufgehen. Können wir nämlich auch vorstellen, so wie es aktuell läuft, dass er sich bei Dortmund ziemlich wohl fühlt und da vielleicht einen Vertrag unterschreibt, der diese Klausel nochmal rausnimmt. Ja, Freunde, da ist er wieder, Phantomtronic. Danach sind wir, glaube ich, auch schon durch. 3 von 4 Fragen oder vielleicht war es schon die letzte. Overrated, underrated oder richtige Einschätzung von folgenden Personen. Und es sind einfach gute Fragen, die der Phantom stellt. Jogi Löw. Ich glaube, inzwischen ist er properly rated. Ich glaube, das passt. Der ist auf dem richtigen Level inzwischen. Viel Kritik, wenig Unterstützung. Außer von Marco Hagemann. Liebe Grüße an Marco Hagemann. Der hat scheinbar einen Ambassador-Vertrag beim DFB. So viel Propaganda. Was übrigens nicht verkehrt ist. Ich meine, der kommentiert ja auch Länderspiele zum großen Teil. Aber ja. Jogi Löw ist also richtig gerated. Di Maria, würde ich sagen, inzwischen underrated, mit Blick auf seine gesamte Karriere, natürlich jetzt nicht mehr auf seinen Peak. Jan Oblak, ich würde sagen, gut gerated. Einer der Top 5 Torhüter der Welt. Ich glaube, das sehen doch alle gleich, oder? Wenn wir das alle so sehen, ist er richtig gerated. Wenn ihr Jan Oblak nicht als Top 5 Torhüter der Welt seht, dann müssen wir es vielleicht nochmal unterhalten. Eden Hazard, overrated. Sergio Aguero, auf die Karriere gesehen, underrated fast. Ilkay Gündogan, underrated. Pep Guardiola, wirklich underrated, bin ich überzeugt von. Ich bin überzeugt davon, dass wir Pep Guardiola nicht den Tribut geben, den er verdient hätte. Kevin Trapp, ach, also ich würde mal sagen, okay, gerated, oder? Also auf keinen Fall underrated. Overrated würde ich auch nicht sagen. Ich denke, das passt. Kevin Trapp ist gut gerated. Und Emre Can, Alter, ja, Emre Can, inzwischen fast ein bisschen overrated vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was ich aus Emre Can machen soll. Ich habe das Gefühl, der hat keine Position. Ne? Und wenn man sieht, wo er in seiner Karriere die ganze Zeit so auflaufen muss, auf welchen Positionen, auch wenn es sich ja gerade so ein bisschen einpendelt, glaube ich, dass er selber denkt, er hat keine feste Position. Es ist ein bisschen schwierig und deshalb denke ich, dass Emre Can eventuell aktuell ein bisschen overrated ist, weil man denkt, oh, der ist so versatil, der kann überall spielen, aber so richtig gut spielen kann er trotzdem auch nicht überall. Ich habe auch das Gefühl beim BVB, dass Lucien Favre nicht so richtig weiß, wohin mit ihm. So. Lukas 32. Und jetzt sind wir bei der Nationalmannschaft angekommen. Schlechte Ergebnisse, kein sehenswerter Fortschritt seit der EM und ein nicht vorhandenes, ich glaube, er meint WM, und ein nicht vorhandenes Leistungsprinzip. Was muss bitte passieren, damit der kritikunfähige Bundestrainer gefeuert wird? Also ein guter Schritt wäre erstmal, dass man ihm keine 18-Jahres-Verträge aufdrückt ohne Not. Das wäre erstmal von Verbandsseite eine gute Methode. Dann hätte man auch in schwierigen finanziellen Zeiten Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren und vielleicht den trotzdem freizustellen. Ich weiß nicht, was Jogi Löw verdient, aber lasst euch mal gesagt sein, es ist sehr viel Geld. Und ansonsten, ich glaube, dass Jogi Löw Narrenfreiheit hat bis zur EM. Es müsste bei der EM, glaube ich, krachend scheitern oder zumindest enttäuschend laufen, damit er rausgeht. Ich glaube, vorher muss man sich nicht vormachen, dass Jogi Löw rausfliegt. Und da muss man auch sagen, dass der DFB ja entschieden hat nach der WM 2018, wenn auch noch in personell anderer Besetzung, man hat sich aber dafür entschieden, dass man gesagt hat, okay, wir wollen, dass Jogi versucht, das Ding hier neu aufzubauen. Und jetzt muss man ihm die Zeit ja auch fast geben. Auch wenn es schon 2 Jahre sind und da jetzt wenig Fortschritt ist und viele Sachen, die uns alle aufregen, verstehe ich, dass man jetzt daran festhält. Aber ich glaube, dass Jogi Löw vor der EM keine Möglichkeit gibt für Jogi Löw, außer wenn es jetzt Klatschen hagelt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist noch eine Länderspielpause dieses Jahr. Müsste fast sein, ne? Im Dezember wahrscheinlich. Also wenn es jetzt nicht Klatschen hagelt, dann glaube ich nicht, dass Jogi Löw den Hut nehmen muss. Den Hut? Pacey Bits fragt, sollte Thomas Müller wieder zur Nationalmannschaft berufen werden? Also, wenn wir gucken auf die Leute, die nach der WM aussortiert worden sind, gucken wir mal auf, lassen wir Khedira mal raus, Boateng, Hummels und Thomas Müller. Dann ist ganz klar, dass fußballerisch Thomas Müller von den dreien auf dem höchsten Level agiert. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist der beim FC Bayern ganz klar bewiesen hat, dass er noch Weltklasse ist. Für den DFB allerdings ist seine Position die am einfachsten zu besetzen ist und die am ehesten ein junger Spieler braucht, der großes Potenzial hat. Kai Havertz natürlich prädestiniert. Also ich würde behaupten, dass der Spot ist, auf den Thomas Müller dann auf Dauer, oder, ne, das wäre so die Rolle. Also ich glaube, dass Thomas Müller und Kai Havertz zum Beispiel kaum zusammenspielen würden. Und das bedeutet also, dass Thomas Müller zwar sportlich der Beste ist, für mich aber den, glaube ich, fast für die Nationalmannschaft am wenigsten gebraucht wird. Weil ich glaube, die Offensive wird ins Laufen kommen. Das kriegen die Jungs hin. Die Defensive ist das größere Thema. Und deswegen würde ich da immer noch eher für Boateng und Hummels votieren, als für Thomas Müller.
Ginge es nach rein sportlichen Gesichtspunkten und nur um die Leistungsfähigkeit, dann gibt es keine Diskussion darüber, dass Thomas Müller Nationalspieler sein muss. Ich glaube, auch da erzähle ich euch nichts Neues und sind wir uns eigentlich alle einig. David Chinibayev fragt, wer soll der neue Trainer des DFB werden? Es tut mir wirklich leid, aber ich bleibe dabei, dass Julian Nagelsmann theoretisch die beste Nominierung wäre. Ich weiß, dass er wahrscheinlich noch ein paar Jahre Club machen will. Wobei ich mir auch denke, warum macht er nicht jetzt 5 Jahre DFB? Dann ist er immer noch keine 40 Jahre alt und hat noch seine gesamte Clubkarriere vor sich. Aber geh doch, spring doch mal jetzt rein, rette den DFB, Julian. Und ich glaube, dass es halt einfach sportlich gut passen würde. Realistisch glaube ich, dass eine DFB-interne Besetzung wahrscheinlich ist und dass so ein Mann wie Stefan Kunz oder wer auch immer aus dem Nachwuchs dann kommen könnte, das übernimmt. Man darf nie vergessen, Nationaltrainer ist ein sehr besonderer Job, ist anders als alle anderen Bereiche im Fußballbusiness und da braucht man halt auch nicht zwangsläufig jemanden, der 1000 Jahre Club-Erfahrung hat. Und ey, natürlich wäre Jürgen Klopp ein teurer Nationaltrainer, ist ja keine Frage, aber der hat einfach noch zu viel Saft, glaube ich, dafür, zu viel Energie. Okay, da ist die letzte Frage von Phantomtronic und der fragt, neulich hast du die Goats in Form von Vereinen gerankt. Bitte tu dasselbe jetzt für diese Spieler. Boah. CR7, R9, Messi, Bergkamp, Ronaldinho, Neymar. Okay, wie ranken wir die jetzt, Freunde, ist die große Frage. Nach, ja, wir müssen, glaube ich, so ranken im Sinne von, ja, wirklich Goats. Ne? Nicht nach Sympathie, sondern wirklich, wer ist der Beste von den allen? Und ihr wisst ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich bei der Frage Messi und Ronaldo gerne von Pokalen leiten lasse. Und trotz der individuellen Auszeichnungen und der Champions League, die ja beide zu Genüge gewonnen haben, ist der ganz, ganz große Faktor für mich dann eben internationale Titel. Und deshalb setze ich Cristiano Ronaldo als Europameister an die 1 tatsächlich. Ich weiß, dass Messi fußballerisch ein bisschen davor ist, aber ich nehme Cristiano an die 1, Messi an die 2, Ronaldo, das Original, an die 3, nee, Ronaldinho an die 3, Ronaldo das Original an die 4, Bergkamp an die 5 ist eigentlich unfair, denn eigentlich hat Bergkamp auch nicht so viel mehr gewonnen als Neymar inzwischen. Aber ich nehme Neymar jetzt noch auf die 6 und Bergkamp auf die 5. Wo man ganz klar sagen muss, dass so sehr wir alle Dennis Bergkamp lieben und so toll er war, gibt es da sicherlich noch einige Spieler, die in diesem Ranking eher hätten drin sein müssen als Dennis Bergkamp. Das muss man trotzdem, glaube ich, so sagen. Weiter geht's mit dieser Alex. Aha, fragt, wenn du Laufduelle gegen Dost, Hummels, Nuri Sahin und Dennis Aogo machen müsstest, wie oft würdest du gewinnen? mein Herz sagt mir, alle 4. Mein Kopf sagt mir, das sind immer noch Profiathleten. Keine Ahnung, ich sag mal so, ne? Ich weiß ja nicht. Ich kann nur sagen, ich habe Dennis ja bekanntlich bei Fußballmanager über 3 Jahre gecoacht und habe dann sehr genau gesehen, wie seine physischen Stats runtergegangen sind. Plus, hat er uns ja schon im Podcast erzählt, hat er ordentlich Masse aufgebaut. Ne, ist also eher bulky geworden. Da geht natürlich ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Wobei man sagen muss, jemand, der schnell Masse aufbaut, hat für gewöhnlich Fast-FT-Fasern, Fast-Twitching-Fasern. Und das sind natürlich eigentlich die eher für Sprinter als für Ausdauerläufer. Bedeutet, jemand, der schnell Masse aufbaut, kann für gewöhnlich auch eher schnell laufen. Ist ein bisschen eine grobe Regel, liebe Sportstudenten. Bitte zerreiß mich hier in den Kommentaren, aber ich glaube, es ist nicht ganz verkehrt. Also, wir machen Folgendes. Nuri Sahin mache ich nass im Laufduell. Lauf rückwärts gegen Nuri Sahin. Bas Dost, Hummels, welche Distanz denn, ist die große Frage. Nach 50 geht mir die Luft aus, nach 50 Metern. Okay, komm, ich schlage nur Nuri Sahin, sind wir einfach mal ehrlich. Aber den Nuri kriege ich noch. Franziska S. fragt, wird Bale bei Tottenham wieder aufblühen oder landet er dort auch nur auf der Bank? Und da kommt noch eine zweite Frage dazu, die mache ich gleich. Wird Bale bei Tottenham wieder aufblühen? Ich hoffe es sehr. Ich glaube, das ist fast das beste Umfeld, das er finden konnte. Gareth Bale in seiner ersten Zeit bei Tottenham war eines der größten einköpfigen Monster, an die ich mich in den letzten 10, 15 Jahren Fußball so erinnern kann. Also wirklich, da hat man Champions League Tottenham-Spieler einfach nur wegen Gareth Bale geschaut. Und ich hoffe es sehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, wie es Gareth Bale fitnessmäßig tatsächlich geht, was da die Verletzungssituation genau ist. Ich hoffe es sehr, ich glaube, es kann funktionieren und es wäre auch gut, weil ich glaube, dass Matt Frolick sonst Gefahr läuft, sich irgendwie körperliche Schmerzen zuzufügen, unser englischer Host und großer Tottenham-Fan.
Und die zweite Frage von der Franziska ist, was denkt ihr über die Entwicklung von Eden Hazard? Ich persönlich finde es sehr traurig, so einen eigentlich begabten und guten Fußballer so Schwächen zu sehen. Finde ich auch sehr traurig, aber Eden Hazard ist in meinen Augen zu 100% selbst dran schuld. Du kannst nicht im Jahr 2020, zwei Jahre in Folge und auch im Jahr 2019 dementsprechend, zwei Jahre in Folge mit Übergewicht aus dem Urlaub zurückkommen. Ganz einfach. Ganz einfach, es geht nicht. Es geht einfach nicht, dann bist du kein Profi. Das ging 1999, konnte Ayrton sich das erlauben, dass er im Sommer und Winter Übergewicht hatte und seine Form spielen. Bei Real Madrid im Jahr 2020 für Eden Hazard geht das einfach nicht. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir komplett scheißegal. Soll er machen. Es ist sein Leben, es ist seine Karriere, er hat diesen Vertrag, er wird das Geld verdienen, es passt alles, es ist alles in Ordnung. Aber jeder weiß, es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende junge Spieler, die sich den Arsch aufreißen würden, um in diese Position zu kommen. Und sie dann auch weiterhin den Arsch aufreißen lassen würden. Aufreißen würden. Und was ich damit nur sagen will, ist, jeder mag den Fußballer Eden Hazard. Ich mag's, aber ich habe den in den letzten Jahren doch ganz schön gefressen. Und in meinen Augen ist es der wahrscheinlich teuerste Fehleinkauf der Fußballgeschichte. Boom! Samot fragt, wie seht ihr die Pläne für das neue Stadion von Hertha? Was sagt ihr über Herthas Zukunftspläne? Das ist fast dieselbe Frage, aber Hertha braucht ein neues Stadion, Hertha verdient ein neues Stadion, in meinen Augen, das meine ich komplett ernst. Und ich stehe dem Ganzen 100% positiv gegenüber. Bitte, 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 Hertha, hört nicht auf, pusht weiter für ein neues Stadion. Das haben diese Fans verdient. Wie seht ihr Herthas Zukunftspläne? Ziemlich abstoßend. Ich finde es ganz widerlich, was die machen mit dem neuen Geld. Ich glaube nicht, dass der Investor selbst hat sicherlich nicht genug Geld für die Pläne, die Hertha erreichen will. Auf der anderen Seite ist er mit einer Holding Group drin. Dementsprechend hängt da ganz schön viel Geld dran. Aus Quellen und ich finde es furchtbar. Ja, ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass Hertha auf Krampf versucht, sich als Weltclub zu positionieren und sowas. Aber ich weiß eben auch, was Hertha für ein Standing bei seinen Fans hat. Ich habe es ja jahrelang über den lieben Flo ganz eng mitbekommen. Und deshalb wünsche ich denen, dass sie ein neues Stadion bekommen, ihren eigenen Tempel, ihr eigenes Zuhause. Das Olympiastadion war nie das Zuhause von Hertha BSC. Und über die Zukunftspläne, ich meine, da rede ich, wenn ich das sage, ganz klar nur über den Verein. Ich finde es abstoßend. Tom Tankwart fragt, findest du es bedenklich, dass Fußball sich immer mehr dazu entwickelt, dass Mannschaften eher nicht den Ball haben, sondern auf Konter spielen wollen? Nein, gar nicht, gar nicht. Also erstmal ist das immer wellenmäßig, ne? Das ist im Fußball ja immer so. Es geht hin und her. Ballbesitz, Konter, Ballbesitz, Konter, so ein paar Zwischenstufen dazwischen, ein paar Graustufen. Aber das ist schon immer die Entwicklung. Was daran eigentlich ganz schön ist, dass solche Sachen passieren wie gestern Abend, wo dann eine Mannschaft dann irgendwann den Ball haben muss. Schweiz gegen Deutschland. Beide Mannschaften kein großes Interesse daran haben, das Spiel aufzubauen, aber eine muss es machen. Du zwingst also immer eine Mannschaft in eine Position, in der sie nicht 100% sich wohlfühlt, weil der Ball muss ja irgendwo sein. Du kannst ihn nicht im Mittelkreis liegen lassen. Und daraus ergeben sich spannende Dynamiken. Und ehrlich gesagt ist es mir so lieber als das, was Deutschland zum Beispiel jahrelang gespielt hat. Jetzt bin ich wieder beim Deutschland-Beispiel, wo man den Ball einfach rotieren lässt für 35 Minuten und nichts passiert. Ich finde, dass eigentlich durch zwei Mannschaften, die versuchen schnell zu spielen, eine andere Dynamik ins Spiel reinkommt, die mir persönlich gut gefällt. Ich finde es kein bisschen bedenklich. Und wie gesagt, der Ball muss auch irgendwo hin. Es ist ja nicht so, dass dann jeweils 10 Mann am eigenen 16er stehen und keiner zum Ball geht. Vlasat Home fragt, wer ist der beste Fußballer im One Football Team? Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal ganz kurz gucken, ob mir hier Kollege Matt geantwortet hat. Ich habe den nämlich was gefragt. Matt Froelich ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fußballer, unser englischer Host. Auch Kapitän der legendären British Lions hier in Berlin. Also wenn ihr Matt Froelich mal treffen wollt, gerne mal zu einem British Lions Spiel gehen. Hat am Wochenende 2 direkte Freistöße verwandelt. Kein Witz. Innenverteidiger, Kapitän, Freistoßschütze. Ist er der Beste trotzdem? Weiß ich nicht. Wir haben im Social Team einen Designer, Markus, richtiger filigraner Techniker. Und wir hatten im Sales Team mal jemanden, und ich weiß nicht mehr, wer es war, der in FIFA war. Der war, ich glaube, bei United oder Arsenal im Nachwuchs und dann hat irgendwann einen First-Team-Vertrag gehabt und war tatsächlich für ein paar Monate in FIFA drin. Jetzt müsste ich wissen, wer der Mann war. Ich habe es vergessen, leider. Sorry. Aber ich würde sagen, dass das der beste Fußballer ist, falls er noch hier ist. Wenn nicht, ist Matt Froelich schon wirklich ein guter Kicker. Und die letzte Frage von David Schmidt. Warum ist Matt so ein schöner Mann? Ja, das ist die Kamera, die verzieht die Proportionen. Der hat eigentlich ein Bobblehead. Der Kopf ist breiter als die Schultern. Und hat sehr kleine Füße und er trägt nie Schuhe. Und eine Hose selten. Aber ansonsten ein sehr schöner Mann.
Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. OneFootball Q&A, wie immer. Die Posts kommen für gewöhnlich am Mittwochabend um 0.09 Uhr, so wie letzte Nacht. Oder eher dann Donnerstagmorgen. Und dann könnt ihr Fragen stellen und wir beantworten sie hier. Ich mache mich jetzt fertig für Sektion Radioverbot. Und wir sehen uns morgen zu den Daily News. Bis dahin, macht es gut.